Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Im letzten Teil habe ich mir einen ziemlichen Fail geleistet beim Suchen von Hinweisen in dieser Kirche, deren Namen ich immer noch nicht aussprechen kann und wahrscheinlich auch nie können werde. Und einige dieser Hinweise, oder besser gesagt Hinweise, die wir bereits in Syrien gefunden haben, haben uns schließlich hierher geführt. Und wir schauen uns einmal um, was es jetzt zu sehen gibt, und werden bis zur Gelegenheit ein bisschen mit den Leuten reden. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gauloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence. Tja, und was machen Sie hier so? Pause. Ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Ah ja, klingt ja sehr fleißig, der Typ. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Tja, eigentlich sagt man ja, Einsicht ist der erste Schritt zur Läuterung oder Besserung. Aber in dem Fall ist wohl alles verloren bei dem Typ. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Etwa diese Person? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja. Er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex. Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Tja, nichts? Nichts. Na gut. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Dann schauen wir mal nach unten. Ja. Gut. Umschauen. Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstduft hereinzieht. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Ich komme nicht zu der Tür, solange der Wächter da steht. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Und wieso das? Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe scheren? Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte? Ist das eine Frage oder eine Feststellung?
eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Aber heiß haben Sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Ist was dran. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er: Nichts? Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein Test. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. Der Posten ist erstaunlich ausweichend. Um an ihm vorbeizukommen, wird etwas mehr als nur guter Wille nötig sein. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh. Haben Sie? Non. Das klingt mir eher gelogen. Egal, folgen wir mal noch zur verschlossenen Toilette. Ich möchte gerne in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke. Warum eigentlich abgeschlossen? Na, egal. Öffnen wir... Moment mal. Am Schlüsselring hängt ein großer alter Schlüssel, der vielleicht in die Ausgrabungstür passen könnte. Aha. Das heißt, hier gibt es gleich den gesamten Schlüsselbund mit allen Schlüsseln. Gut. Ne, das nenne ich mal eine romantische Toilette. Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Da wird ziemlich gute Ordnung gehalten. Zumindest bevor ich wie ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Entschuldigung. Ja. Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Ich habe nicht vor, meine Hände hier zu waschen, also brauche ich sie auch nicht zu trocknen. Oh Mann, dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Na gut, Leute. Wir haben den Schlüsselbund mit allen Schlüsseln bekommen und hätten somit die Möglichkeit, uns den Schlüssel für die Ausgrabungsstätte herunterzustibitzen, was der Wachmann aber sofort bemerken würde. Also machen wir uns einen aus. Ta-da-da-da. Gips. Das Problem wird aber sein, wenn er den Schlüsselbund zurückbekommt mit dem Gipsschlüssel drauf, wird er das spüren, wie sich der anders anfühlt. Also müssen wir dafür sorgen, dass er nicht mehr so gut spürt, was er angreift. Zuerst beginnen wir mit dem Erstellen des Abdrucks des Schlüssels. Vielleicht kann ich ja einen Zweitschlüssel von dem hier herstellen. Der Schlüssel hinterlässt in der Seife einen deutlichen Abdruck. Auf der Seife ist der Abdruck eines Schlüssels zu bewundern. So, jetzt geben wir den Gips hinein. Den Gips zu behalten war eine gute Idee. Mit dem Gips im Abdruck bin ich auf der richtigen Spur. Ich habe den Schlüsselabdruck in der Seife mit trockenem Gips gefüllt. Gut, den trockenen Gips machen wir jetzt nass. Ohne den Gips anzufeuchten, kannst du keinen Abdruck machen. Aber nasser Gips allein macht noch keinen Abdruck. Stimmt, jetzt müssen wir den Gips noch trocknen. Ich benutze den Trockner, um die Sache zu beschleunigen. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Genau, mit diesen unechten
Schlüssel, den wir als allererstes entsprechend einfärben müssen. Und zuerst geben wir mal dem Wachmann den Schlüsselbund zurück. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Gut. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Oben hatten wir einen Handwerker mit einem Topffarbe, den wir jetzt benutzen. Mit dem Gipsschlüssel. Hey, Monsieur! Finger weg von meinem Farbeimer! Okay. Das will ich aber auch gemeint haben. Einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Ja gut. Wir werden den Herrn ablenken müssen. Und hier haben wir ein Telefon, das wir noch nicht angeschaut haben. Jetzt benutzen wir es, um Versteckung zu rufen. Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Türe zu bewachen. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Ausgezeichnet. Collard? Hallo Nico, ich bin es. Hallo George, was gibt es? Ich bin bei der Ausgrabung, aber die lassen mich nicht rein. Mist, wir müssen wissen, was es da drin gibt. Keine Bange, ich habe einen Plan. Ich brauche aber deine Hilfe dafür. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, okay. Bleib dran, ich hole ihn. Bisschen fies, aber ich hoffe, Nico ist nicht zu gemein zu ihm. Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Telefon für dich. Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen. Eine unglaublich erotische Beschreibung, George. Wird jetzt ganz übel bei dem Gedanken. So sollte der Schlüssel durch. Der Gipsschlüssel hat die Farbe prima aufgesogen und sieht jetzt ganz schön echt aus. Fühlt sich aber immer noch wie Gips an. Gut, jetzt müssen wir noch was gegen das Gefühl tun. Ach, dieses Wortspiel. Oh la la, Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an und dann plötzlich nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe dann noch eine Zigarette zu beenden. Und Monsieur, wenn Sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Na gut, der Schlüssel schaut echt aus. Jetzt gegen das Gefühl. Es wird kühler. Ja, ich drehe die Heizung ab und warte. Wie erhofft, zieht sich die Wache die Handschuhe an. Und somit haben wir gefühlsecht beseitigt. Oder umgangen, besser gesagt. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich müsste nochmal auf die Toilette. Was, schon wieder? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Gut, gehen wir rein, um den Schlüssel auszutauschen. Jetzt habe ich den nachgemachten Schlüssel gegen den Schlüssel zur Ausgrabung ausgetauscht. Das Ding sieht echt aus, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Gut,
Gut. Wir können rausgehen und den falschen Schlüsselpunkt zurückgeben. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Perfekt. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. So, jetzt könnte es ihn noch verwundern, wenn wir plötzlich neben ihm die Türe aufsperren. Also greifen wir noch einmal auf unseren Telefonjoker zurück. Hi Nico, ich bin's schon wieder. Habe ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ja, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, ha, du elefantöser Dumbatz. Mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Tja, das hat jetzt beinahe zu einer Schlägerei geführt. Hätten sie uns ein bisschen mehr aufstacheln sollen, dann wäre es lustig geworden. Gut. Mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich mit diesen Bohlen anfangen könnte. Die Ausgrabung hier mit einem, ja, Toten ermordet. Nein, danke. Ich trage schon genug Plunder mit mir rum. Schauen wir uns die Statue an, wegen der wir hier sind. Kein Zweifel. Das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Mhm. Ach, Blödsinn, nicht das. Was hätte mir denn, was da reinpassen könnte? Ja, der Kelch würde reinpassen. Von der Beschreibung der Form her. Und da ist es, ein Schlüssel durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Zurück zur geheimen. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja. Es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm.
Ja, jetzt ist nur die Frage, was uns das hilft. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Ja. Mal schauen, wie dieser Klospülung sagt. Ich habe dir in Syrien ein Geschenk gekauft. George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es? Das. Eine Halskette? Oh, die ist ganz nett schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Sie gefällt mir. Wirklich? Die Kette wird mich immer an dich erinnern. Das ist jetzt nicht... Okay. Guter Schachzug. Sehr guter Schachzug, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Aha. Beeil dich, George. Und somit steht fest, unser nächstes Ziel ist wieder Spanien. Bis zum nächsten Mal.